Guten Morgen, kleiner roter Traktor. Wir müssen los. Stumpi braucht unsere Hilfe. Seit dem Morgengrauen arbeitet er schon in seiner Mühle. Er will das Beste aus dem starken Wind machen. Ein Stückchen zurück. Noch ein kleines bisschen mehr. Ja, das war's. Wir müssen für ihn das ganze Mehl zur Bäckerei bringen. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Hey, kommst du wohl wieder her? Jetzt hab ich dich. Ich hab hier wieder eine, Nicola. Sehr gut. Unglaublich, dass die rausfallen konnten. Es muss heute Nacht gewaltig gestürmt haben. Sogar das Schloss ist aufgebrochen. Ja, aber ich wollte dieses rostige Vorhängeschloss sowieso bald ersetzen. Klar wolltest du das, Paps. Ja, wirklich. Oh nein. Sieh dir das arme Tor an. Oh je. Hoffentlich funktioniert es noch. Nein, es rührt sich nicht. Sieht nach Arbeit für meinen Hammer aus. Keine Angst, Schleppi, wir kriegen dich da schon raus. Hallo, Jan. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr so schnell gekommen seid. Kein Problem, wir helfen doch gern. Tja, das hier sind sie. Die müssen alle zur Bäckerei gebracht werden. Warst wohl ziemlich fleißig heute Morgen, hä? Ja, das kann ich dir flüstern. Und die Windmühlenflügel erwischt mich heute nur zweimal. Und das ist gut? Oh, an so einem windigen Tag hauen die ihn sonst mindestens ein halbes Dutzend Mal von den Füßen. Ich brauch Platz hier. Herr Junker bringt noch eine Riesenmenge Getreide zum Mahlen. Oh, er wollte eigentlich schon längst hier sein. Merkwürdig. Er kommt sonst nie zu spät. Ich sehe auf dem Weg zur Bäckerei. Mal kurz bei ihm vorbei. Beide Türen klemmen. Also, wir waren ja schon in einigen peinlichen Situationen, großer Blauer. Aber das hier schießt wirklich den Vogel ab. Na gut, ich habe alle Möglichkeiten geprüft und mir bleibt keine andere Wahl mehr. Hilfe! Hilfe! Es rührt sich kein Millimeter. Oh, ich werde mal rangehen. Irgendwie müssen wir das Tor doch aufbekommen. Vielleicht sollten wir die Luft aus Schleppis Reifen lassen, da könnten wir ihn unten durchschieben. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Guten Morgen, Walters Werk... Oh nein! Nein, sicher aber... Jeden Moment, sicher aber... Keine Zeit mehr, aha. Nein, geht nicht, das Tor klemmt. Ich rufe einen Junker an. Puh. Wir müssen dieses verflixte Tor in den Griff kriegen. Es gibt Probleme, Paps. Komm schon. Geh schon ran. Hilfe! Herr Junker, sind Sie in Schwierigkeiten? Jan? Oh, ich bin froh, dass Sie es sind. Ja, ich... Wir scheinen hier festzustecken. Durch den starken Wind ist das Silo umgekippt und hat uns eingeklemmt. Zum Glück ist der große Blaue so ein starker Kerl, sonst wären wir jetzt platt gewesen. Der Wind, tatsächlich. Sie sind also nicht beim Zurücksetzen gegen das Silo gefahren? Nein. Nein, 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 nein. Es war der Wind. Dieser schreckliche Wind. Keine Sorge, Herr Junker. Wir kriegen Sie beide schon raus aus der Klemme. Hallo? Oh nein. Ich verstehe. Natürlich. Wir sind auf dem Gutshof. Nein, Herr Junker kann jetzt nicht ans Telefon kommen. Hören Sie doch bitte mit dem Gefasel auf, Jan. Wir sind schon unterwegs. Oh, und Nicola, wenn ihr das Tor repariert habt, braucht Herr Junker eure Hilfe hier. Also bis dann. Komm, kleiner roter Traktor. Es gibt einen Notfall. Los geht's. Was? Ich muss los. Ich komme nachher wieder zurück. Aber Sie können den da nicht einfach stehen lassen. Und Sie können mich hier nicht einfach sitzen lassen. Jan! Jan! Also gut.
Bist du bereit, großer Blauer? Hilfe! Hilfe! Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, den da wegzukriegen. Ist ja gut, ist ja gut. Wir haben gar keine Wahl. Wir müssen es einfach schaffen. Ist ja sonst keiner da, der es machen würde. So, das ist fest. Und jetzt an den Baumstumpf. Oh, oh. Das wird aber ganz schön knapp. Wir müssen uns beeilen. Und jetzt zieh mit aller Kraft. Komm weiter. Oh nein, das ist unsere letzte Chance. Okay, wir schaffen das. Streng dich an, kleiner roter Traktor. Er bewegt sich, du machst das toll. Ach, gut gemacht, kleiner roter Traktor. Entschuldige, mein Junge. Wir können uns nicht ausruhen. Vergiss nicht, wir müssen doch Herrn Junker noch befreien. Oh, ich möchte ja zu gern wissen, wo Herr Junker so lange steckt. Ich werde mal die Mühle abstellen, bevor ich noch die Mühlsteine abschleife. Sieh mal, so gut wie neu. Abgesehen mal von der Delle. Ach, die kriege ich raus. Heute Abend, Nikola, sieht dieses Tor wieder so schön aus wie ich. Ja? Ja? Na, dann streng dich mal schön an, du Schöner. Ich muss jetzt zum Gutshof und sehen, was mit Herrn Junker ist. Hilfe! Hilfe! Oh, Jan! Jan! Bitte lassen Sie mich nicht mehr allein! Beruhigen Sie sich, Herr Junker. Es wird nicht lange dauern. Okay, kleiner roter Traktor. Ich hoffe, du bist wieder bei Kräften. Oh je. Ist alles in Ordnung? Oh, es war grauenhaft, Nikola. Das Wahnsinnsgeheule des Windes und das Grollen des Donners. Donner? Ach, die grellen Blitze. Es geht los, Herr Junker. Was? Oh, ja, nur zu. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Ja. Wenn der große Blaue frei ist, könntest du dieses Stück Holz unter das Silo schieben, damit es abgestürzt ist. Klar, mach ich. Sind alle bereit? Bereit. Bereit. Gut. Komm, kleiner roter Traktor. Du schaffst das, Junge. Nur noch ein ganz kleines Stückchen. Das reicht. Sie sind frei. Okay, Jan, du kannst jetzt zurücksetzen. Oh, recht. Vielen Dank euch allen. Ich war auch nicht schlecht. Das ist ja merkwürdig. Was? Naja, der große Blaue hat eine Delle. Und am Silo sind Kratzer mit blauen Farbresten. Sind Sie vielleicht beim Zurücksetzen dagegen gefahren? Nein, das war der Wind, Nikola. Ist doch egal, ich bin am Verdursten. Was halten Sie von einem kühlen Getränk und einem kleinen Imbiss? Oh, und nochmals, Jan, vielen Dank. Haben wir gern gemacht, nicht wahr, kleiner roter Traktor? Um so etwas machen wir keinen Wind.